Im letzten Video habe ich Kugelkäfer mit verschiedenen Waffen und Elementen angegriffen. Denn steht die Frage im Raum, verlieren Waffen, wenn man ein Element draufzieht, den Waffenbonus beim Kampf gegen die Insekten? Das erste Video zu dieser Testreihe verlinke ich dir oben, in der Videobeschreibung und in der Endcard. Gerne kannst du dieses Video bewerten und wenn dich noch weitere Videos rund um Grounded interessieren oder du ein paar Let's Plays sehen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal. Im ersten Video hatten wir bereits festgestellt, dass die passende Waffe, aber das falsche Element deutliche Auswirkungen auf den Kampflänge haben. Die Frage aber, ob eine passende Waffe mit einem passenden Element mehr Schaden macht als nur die rein passende Waffe, konnte für meinen Geschmack nicht wirklich eindeutig genug bewiesen werden. Denn eine passende Waffe mit passendem Element müsste zweimal 50% mehr Schaden machen. Dafür war der Unterschied zu nur passenden Waffe aber deutlich zu gering. In diesem Video versuche ich mich mal an den normalen Marienkäfern, weil die Kugelkäfer erstmal nachspawnen müssen. Warum nehme ich eigentlich nur Marienkäfer? Nun, das liegt an ihrer ruhigen Art des Kampfes. Gerne würde ich auch Wolfsspinnen nehmen, aber die springen hin und her. Dieses Verhalten disqualifiziert auch die Kugelkäferlarven, denn auch die springen einfach weg und dann muss man die erst einmal wieder einholen. Und das verfälscht das Ergebnis. Die grüne Baumwanze ist zu selten und ihr Gift und Springen ist nervig für das Video. Der Nashornkäfer kann ich wegschleudern, was wiederum das Ergebnis verfälscht, da ich erst wieder auf das Tier zurennen muss. Und da wir keine Zahlen, sondern nur die reine Kampfzeit als Beweis haben, finde ich diese Insekten alle ungeeignet. Fliegende Viecher sind sowieso blöd, weil Bogen, Nachladezeit und Trefferchance echt doof sind. Die anderen graben sich einfach ein oder greifen in zu großen Gruppen an oder verfälschen durch Staub oder Säure das Ergebnis. Daher bleibt eigentlich nur noch die Marienkäfer über. Aber lass dich nicht abhalten und führe eigene Tests mit den Tieren deiner Wahl durch. Ich bin auf deine Ergebnisse gespannt, schreib sie gerne unten in die Kommentare. So, jetzt aber den PC an seine maximalen Grenzen führen im Schnitt und ich lasse jetzt wieder 4 Videos gleichzeitig laufen. 2 Kämpfe sind mit einem Hammer der Stufe 9 und 2 Kämpfe sind mit einem Hammer und Frische Stufe 9. Mal sehen, welches Ergebnis wir bekommen. Die Icons zeigen dir wieder, mit welcher Waffe in welchem Video gekämpft wird. Und sobald der Kampf vorbei ist, blende ich die Icons wieder ein. Es ist nur ein kurzer Kampf, aber es ist zu erkennen, dass der Hammer mit Element leicht im Vorteil ist gegenüber dem Hammer ohne Element. Es sind keine großen Unterschiede, aber in allen Tests haben wir bislang dieses Ergebnis bekommen. Mir macht dieses Testen echt Spaß. Ich mache also noch ein Video dazu und hoffe, dass ich dann wieder Kugelkäfer verprügeln darf. Die sind einfach robuster. Wenn dich das Thema Elemente auf Waffen interessiert, dann lass uns fröhlich über das Thema in den Kommentaren diskutieren. Wie sind deine Erfahrungen? Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Erkunden von Grounded. Wenn du noch mehr Tipps und Tricks zum Spiel Grounded haben möchtest, dann hinterlass gerne einen Kommentar. Hat dir dieses kurze Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, gerne auch über ein Abo. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.